Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendung Aktie der Woche. Und ich habe heute Christian Hollendieck hier bei mir im Studio. Er war schon ein paar Mal hier, allerdings nicht für diese Sendung. Das ist also Premiere. Premiere ist aber auch, dass wir die Aktie heute von Covestro mit dabei haben. Was und wer ist Covestro? Es ist ein Werkstoffhersteller. 2015 wurde das Unternehmen aus der ehemaligen Kunststoffsparte der Bayer AG herausgelöst und im vergangenen Jahr hatte man einen Jahresumsatz von rund 18 Milliarden Euro. Es ist also ein DAX-Unternehmen. Und jetzt natürlich die große Frage und die erste Frage an dich. Warum Covestro? Ja, hallo liebe Franziska, vielen Dank für die Einladung erstmal, ich freue mich sehr. Covestro ist ein DAX-Unternehmen, genau, das jetzt gerade ein Übernahmeinteresse bekundet bekommen hat aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, von einem Staatskonzern, der auf Öl spezialisiert ist, ADNOC. Nun, das ist auch eigentlich die ganze Geschichte. Die Aktie hat dadurch nämlich 25% ungefähr gemacht auf Wochenbasis, was doch eine recht beachtliche Bewegung ist, gerade für einen DAX-Wert, die ja auch dafür bekannt sind, eigentlich relativ moderate Bewegungen zu haben. Umso interessanter ist es nun natürlich, wie schaut dieses Interesse wirklich aus, wie konkret ist es, weil hätte das Unternehmen eine wirkliche konkrete Übernahmeofferte erhalten, hätte es eine Ad-Hoc-Nachricht ausgeben müssen, in der diese Übernahmeofferte dann hätte angegeben werden müssen. ADNOC hat jetzt bei 55 Euro ungefähr den Preis angesetzt, den sie bereit wären zu zahlen. Das sind, glaube ich, knapp 11 Milliarden Euro umgerechnet, die für ein Unternehmen, für ein DAX-Unternehmen meiner Meinung nach, noch eine recht günstige Bewertung darstellen. Aber Covestro hat gesagt, bei der aktuellen Bewertung sehen sie kein wirkliches Interesse, weder für die Shareholder noch für sich selbst, diesem Verkauf bzw. überhaupt irgendeinem Merger oder einer Acquisition in irgendeiner Art und Weise zuzustimmen. Und auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit, nach der strategischen Sinnhaftigkeit wurde gestellt. Entsprechend hat sich das Gerücht erstmal abgekühlt, die Bewegung ist aber trotzdem geblieben. Du hast es angesprochen, die Bewegung ist geblieben bei der Aktie von Covestro. Jetzt ist das ja ein sehr konjunkturabhängiges Unternehmen und es gab negative Nachrichten von Seiten der Konjunktur. Wir haben den IFO-Index zu Beginn dieser Woche bekommen. Der ist auf den tiefsten Stand seit gut einem halben Jahr gesunken. Ja. Wie geht es da jetzt trotzdem weiter? Genau, also vor allem die Nachfrageseite von der Industrie ist eingebrochen. Also auf der einen Seite Nachfrage, aber auch Orderbuchbestände haben sich immer weiter abgebaut. Heißt, wir erleben eine immer weitere Abkühlung. Ich werde auch gespannt sein darüber, wie dann die nächsten BIP-Zahlen für das aktuelle Quartal aussehen. Denn wir sind ja aktuell in einer technischen Rezession. Und wie du gesagt hattest, es ist ein konjunkturstarker Titel. Heißt eigentlich, wenn die Konjunktur anzieht, profitiert dieser Wert besonders. Wir haben auch letzte Woche von der Chemieseite her eine Negativnachricht bekommen. Lanxess hat nämlich eine Gewinnwarnung und eine Umsatzwarnung ausgesprochen für die aktuelle Prognose. Das hat auch alle Werte oder einen Großteil der Werte unter Druck gebracht. Tatsächlich war auch die Covestro selber an dem Tag, bevor dann die Nachricht über das vermeintliche Interesse kam, 5 bis 6% im Minus, hat am selben Tag noch 13% im Plus geschlossen. Da sieht man schon, das ist eine sehr stark von den News getriebene Bewegung gewesen. Und ungewöhnlich. Im DAX, dass man solche Ausschläge sieht. Genau. Nun kann man sagen, dass die Chemiewerte natürlich in der letzten Zeit ziemlich stark abgestraft wurden. Auch Covestro wurde abverkauft. Die standen am Anfang 2022 noch bei knapp 60 Euro. Jetzt gerade ist es heute bei ungefähr 50 Euro. Nach dieser starken Bewegung, muss man dazu sagen. Also wird es spannend sein zu sehen, wie die Aktie und das Unternehmen sich weiterentwickeln. Zumindest von der Unternehmensseite her hat man schon mal verkünden lassen, dass man hofft, dieses Quartal profitabel gewirtschaftet zu haben. Im letzten Quartal war das noch nicht so. Man hat außerdem auch im letzten Quartal Umsatzschwäche vermeldet, die unter den Erwartungen lag. Für dieses Quartal wird dann halt geplant, auch endlich wieder auf der Gewinnseite in den Grünbereich einzuziehen. Wenn jetzt Aktien so laufen, aber auch sonst, schauen sich natürlich auch Analysten ein Papier ganz etwas klar genauer an. Was hört man nach diesem Übernahmeinteresse von dieser Seite? Ja, also erstmal hat man von der Analystenseite gehört, dass das Unternehmen aufgrund seiner niedrigen Bewertung, aufgrund der Multiples, dann doch ein durchaus interessantes Übernahmeziel für auch andere Player in der Branche, gerade in der Petrochemie steht. Denn Covestro ist ein Unternehmen, das viele seiner Produkte
auch auf Öl basiert herstellt. Also entsprechend ist es gar nicht so unlogisch, dass dann ein Ölkonzern da ankommt und das Unternehmen übernehmen möchte. Allerdings wurde gesagt, dass ein Übernahmepreis realistischerweise eher bei 60 Euro liegen sollte. Ab da wird es dann interessant. Und wenn man auch mal betrachtet, wie die Analysten in den letzten Monaten, in den letzten 6 Monaten zum Beispiel von der DZ Bank oder von Stifel kürzlich erst das Unternehmen bewerten, so sieht man, dass alle Analysten das Unternehmen hochgestuft haben und durchaus als eine interessante Übernahme betrachten. Kommen wir schon zu unserer letzten Frage. Was bedeutet das jetzt für die Anleger? Ja, für die Anleger bedeutet das natürlich, dass man erstmal, wenn man richtig positioniert war, eine schöne Rendite gefahren hat. Aber man muss auch vorsichtig sein. Nach so einer starken Bewegung ist es nicht ungewöhnlich, dass es auch eine Gegenbewegung gibt. Zumal wir uns ja auch in einem rezessiven Umfeld befinden. Heißt, die Konjunktur gerät immer weiter unter Druck, wie jetzt gerade erst letzte Woche vom IFO, wo wir gerade eben drüber gesprochen hatten, festgestellt. Deswegen muss man sich auch darauf einstellen, wenn man jetzt einsteigen sollte, dass man nicht nur auf einem hohen Niveau kauft, sondern auch, dass wir halt, wie gesagt, dass die Gefahr haben, dass die Umsätze und die Gewinne von Covestro in diesem Umfeld weiter sinken. Interessant ist natürlich auf der anderen Seite die Zukunftsaussicht. Gerade im Chemie-Recycling ist Covestro einer der Player, der von sich selber behauptet, führend zu sein, gerade in der Forschung. Und es ist ein spannendes Projekt, es ist eine spannende Situation und wir werden sehen, wie die Aktie sich weiterentwickelt. Und somit sage ich schon Dankeschön, lieber Christian. Das war unsere Aktie der Woche, Covestro. Denn dieses Übernahmeinteresse, das hat durchaus nochmal für Bewegung gesorgt. Aber ganz klar, die Konjunktur, die macht es aktuell diesem Unternehmen weiterhin schwierig. Bis zum nächsten Mal sagen wir jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.